Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Bot Beatdown. Wir sind jetzt bei Master angelangt. Neigt sich langsam dem Ende zu, aber wird immer und immer härter. Meine Strategie für die letzten stärkeren Gegner, weil die einfach ein unheimlich großes Einkommen haben, ist einfach Fiesta zu spielen. Welcome to Nova. Das heißt, wenn die durchknüppeln, kriege ich sogar noch was raus. Oh, es gefällt mir wirklich sehr gut. Banana Bank kann ich groß machen. Pyro ist mit dabei. Er ist mit dabei. Wir nehmen den Goblin Copter mit. Es gefällt mir wirklich echt gut. Und das nehmen wir auch so. Wir werden einen Bürostart hinlegen. Bürostart. Ich schicke eine Schnecke mit rein, mal sehen, was passiert. Und go. Ich werde trotzdem ganz normal spielen, nicht extra auf Fiesta aufpassen. Es geht mir einfach darum, dass ich, wenn die schicken, werde ich so gut wie immer verkacken, weil die unendlich viel Geld haben. Und deswegen probiere ich einfach so gut es geht, hier weiter dabei zu bleiben. Ich hätte auch alternativ starten können mit den Piraten. Möchte ich aber tatsächlich nicht. So. Zuschuss ist auch. Oh ja. Zuschuss ist auch gut. Da können wir ein bisschen was aufholen. Okay, hier kann ich locker noch einen Worker holen, weil er zwei King-Aufwertungen gemacht hat. Ganz entspannt. Dann werde ich richtig reinknallen mit Pyros und mit dem Bananenbaum. Genauso werden wir das machen. Schick eine Schnecke mit rein. Die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ihr verkackt. Muss man mal überlegen, es ist Welle 3. Und ich bin 200 Gold schon zurück. Welle 3. Plus. Ja, aber keiner hat gesagt, dass es einfach wird. Wir haben gut Reichweite. Ich pack mal einen hin. Wir warten auf. Magie Waves sind aktuell sehr gut gegen ihn. Ich krieg schon 50 zurück, aber ich habe gut Worker aufgebaut. Sehr schön. Hat einen Hermit abgekriegt, aber das sollte er auf jeden Fall haben. So, wir könnten jetzt ihn upgraden. Mache ich auch. Der hat upgegradet. Ich baue noch einen hin. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viel Verteidigung aufbauen, weil er sammelt schon wieder.
Aber die neuen Goblin-Kopter sind natürlich super gut. Das bleibt weiter bei Magie-Raves aktuell. Dass die sehr gut sind. Wir könnten jetzt eine Runde sammeln und nächste Runde reinknallen. Ich baue hier einen hin. Und da und das. Das ist erstmal nicht verkehrt. Zwei Auerochsen hat er jetzt. Das heißt, eventuell noch ein Robo reinschicken. Ja. So, Sarg hin. Wir müssen so viel bauen. Das ist verrückt. Vielleicht kriege ich noch einen raus. 39 ist immer so ein bisschen knapp bemessen. Manchmal geht er noch raus. So, guck mal, er hat 11 Worker. Ich habe nur Einheiten gebaut. 300 Gold liege ich zurück. Komm noch raus. 200. Das ist hart. Das sieht gar nicht schlecht aus. Es kommt ein bisschen was durch, aber nicht viel. Nur diese Kleinen und der Pack-Leader. Ja, weil ich bin durchgekommen mit zwei Kleinen. Er blockt das. Ja, das sind 5 Mini-Teile, die sind egal. Das ist echt gut. Aber es sollte nicht gierig sein. Wo wir es eigentlich könnten. Kostet 100 die Aufwertung. Das könnten wir reinschicken. Unhold. Erstmal einen King weiter aufwerten. Ja, Stichschaden haben wir aktuell noch gar nichts. Kommt erst mit dem Bananenbaum dazu. Ich bin durchgekommen. Ich werde ein bisschen verkacken. Extra Geld, jawohl. Ja, vielleicht ist das eine gute Strategie, wirklich. Auch wenn ich viel baue, kriege ich trotzdem ein bisschen mehr Geld raus. Sehr schön. Das gibt Geld. Jetzt bin ich sogar 12 Worker gleich auf mit meinem Teamkollegen. So wirklich viel kann ich immer gar nicht bauen. Wir hatten jetzt den King auf, weil das unglaublich wichtig ist. Weil die anderen beiden viel stärker sind als das, was ich hier leisten kann. Ich habe nur eine Heal-Aufwertung gemacht. Gucken, dass wir jetzt einen von den Piraten aufwerten. Oh, hier ist ein Voreis drin. Hat gar nicht so viel verkackt. Das werde ich noch blocken, ja. Ganz entspannt.
Klar, wir könnten Piraten aufwerten. Machen wir auch. Und dann baue ich den noch auf. Ja, wir maximieren den King erstmal. Ist unglaublich wichtig. Und dann nehmen wir den Zuschuss für Gold mit. Um mehr Upgrades zu machen oder mehr Rocker zu holen. Je nachdem, was die nächsten Runden so hergeben. Ja, der Pirat ist schon gut, weil der dodgt auch. Das habe ich. Sehr schön. Das ist gut. Shutdown mit Mini durchgekommen. Schick ein paar Stecken rein. Zuschuss nehmen wir mit. Jetzt bauen wir erstmal davon welche. Ja, von denen kann man eigentlich immer welche bauen, ne? Von diesen Goblin-Coptern. Ja, komm, wir bauen noch einen hin. Schauen wir mal, was passiert. Ich brauche Einkommen. 400. Belagerungsmaschine. Oh shit. Das ist gar nicht gut. Ja, dass ich auf 11 schwach bin, das war ja klar. Also nicht unbedingt besonders stark, weil da hätte ich jetzt noch Pyro bauen sollen oder so. Aber das geht schon klar. Jetzt haben wir den Bananenbaum. Und der wird das Game nochmal richtig verändern. Eigentlich hier platzieren, ne? Den stellen wir ein bisschen weiter vorne hin. Der ist unheimlich wichtig. Wobei, wir können ihn hier platzieren. Wir stellen ihn hier vorne hin. Das sollte klar gehen. Und jetzt können wir entweder nächste Runde was schicken. Nächste Runde ist auch nicht schlecht. Wenn wir Magie noch reinkriegen. Wir bauen den Zeus auf, zwei Stück. Voreis wäre halt nicht schlecht, ne? Kriegen wir tatsächlich sogar hin. Guck mal, was passiert. Und ansonsten 14, 15 sind auch gute Waves. Also gerade 15 noch. 14 nicht ganz so. Hat auch ein Voreis reingeschickt. Und zwar letztendlich, klar, wenn ich vorne einen Baum hinstelle. Gut abgewehrt, gut abgewehrt. Sehr schön, Shutdown Gold.
Unser King ist aber maximal aufgewertet, von daher alles cool. So. Wir werten ihn auf. Weil das wird so unsere Nummer 1 Frontline. Und dann gehen wir auf 15. Das macht für mich am meisten Sinn. Für ihn an sich auch. Die kacken dann schnell ab. Die halten ja, Normalschaden. Keine besonderen Resistenzen. Aber ich will 22 Blocker und schon echt gut dabei. Hexe. Aber ich habe auch einen guten Roll erwischt. Na? Wird knapp. Geht das noch down? Die Hexe kriegt aber nicht mehr. Kriegt mir aber Fiesta Gold. So, das heißt, wir werten jetzt unseren magischen Schaden auf. Zwei Pyros und noch ein Healer. Super gut. Hat schon Kraken rausgeballert. Das ist wirklich gut. APS mit Nightmare und mit dem Schattentänzer wirklich super stark. Maskenbananenbaum mit rein. So, ich sollte es locker halten. Wir gucken hier rüber. Ja, der Bananenbaum hält relativ viel aus, aber das Ding ist durch. Das kann er nicht blocken. Oh, das gibt gut Geld. Wir hauen schon mal zwei Blocker rein. Ich glaube es nicht, dass es das gewesen ist. Aber es wird eng. Zwei Prozent. So, die werden aufgewertet, der wird aufgewertet. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben mit den Workern. Nächste Magic Wave gibt es nicht mehr, also die 20 höchstens. Wir könnten auf 17 vielleicht noch gehen, aber magischer Schaden ist halt gar nicht. Also 18 wäre fett, ne? Wäre echt fett. Schaffen wir das so lange? Müssen wir. Okay, er schickt jetzt. Er hat zu viel Stichschaden. Aber wir schicken trotzdem. Weil der Teammate schickt und der hat immer ein bisschen mehr Power als ich. 1040.
Aber er hat 0 geschickt bekommen, von daher ist es gut möglich, dass er dann für mich abwehrt. Weil das kann ich niemals halten. Da drüben down. Okay, das war's. Sehr schön. Fiesta Gold abgegriffen. Er wird es für mich blocken. Beziehungsweise sind die schneller down, als überhaupt was passieren kann. Richtige Strategie gewählt. Victory. Sehr schön. Sehr schön. Ja, es war eine weitere Runde von Legion. TD2 im Bot Beatdown mit Meister. Schaut doch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.